Das Inspiration Lab ist ein anderthalb- oder eintägiges Format, was die neuesten Trends und Technologien verständlich und spürbar in dein Unternehmen bringt. Das Inspiration Lab bietet Unternehmen folgenden Mehrwert. Zum einen sprechen wir über Buzzwords. Buzzwords wie NFTs, Metaverse und andere Themen. Und wenn es 10 Leute im Unternehmen gibt, gibt es 10 Meinungen. Wir wollen damit aufhören und Wissen vermitteln. Woher kommt das Thema? Woher kommt der Trend? Woher kommt die Technologie? Und was kann ich eigentlich damit machen? Was machen andere Firmen damit? Aber wie kann ich es auch spüren? Und eines unserer größten USPs ist, dass unsere Kolleginnen und Kollegen tagtäglich mit den neuesten Technologien zusammenarbeiten, deren Grenzen kennen und wie man diese Technologien einsetzen kann. Und am Ende runden wir das Ganze ab mit einer gemeinsamen Ideation, damit man wirklich spüren kann, dass man ein gemeinsames Verständnis hat und sich dann schon überlegt, wie man vielleicht diese neue Technologie in deinem Unternehmen anwenden kann. Die erste Phase des Inspiration Labs beschäftigt sich mit dem großen Begriff Inspire. Wir wollen wirklich jede Person im Raum mitnehmen, jede Meinung hören zu dem jeweiligen Trend- und Technologiethema. Nach dieser ersten Session folgt ein Input von uns. Ein Input, wo kommt der Begriff her? Wie wird der Begriff gerade angewendet? Und was ist der wirkliche Mehrwert, aber was sind auch die Downsides des jeweiligen Themas oder Trends? In Phase 2 des Inspiration Labs geht es um das Thema Experience. Wir sind der Meinung, man kann Mehrwerte wie auch Grenzen nur dann erfahren und spüren, wenn man es wirklich miterlebt. Und aus diesem Grund bringen wir die jeweiligen Technologien mit und die Teilnehmer können am eigenen Leibe erfahren, was es bedeutet, diese Technologie zu nutzen, deren Grenzen kennenzulernen, aber auch deren Mehrwerte, um dann ein eigenes Interesse zu entwickeln. Bei Trends können wir keine Technologie mitbringen und aus diesem Grund erarbeiten wir die Thema Trends an Cases. An Cases von erfolgreichen Unternehmen, wie aber auch Negativbeispielen, um einfach zu erfahren, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. In der dritten Phase des Inspiration Labs geht es um das Thema Think. Das ist meistens der Fall am Ende des ersten Tages. Es geht darum, gemeinschaftlich als Gruppe, als Teilnehmer zu reflektieren, aufzuzeigen, was die größten Learnings waren, um dann in den Abend zu gehen und mit seiner Familie und Freunden darüber zu sprechen. Weil Studien haben gezeigt, dass großartige Ideen nicht auf der Arbeit entwickelt werden, sondern zu Hause mit seinen Liebsten und Freunden. Wir sind der Meinung, dass das Konsumieren von Wissen und das Spüren von Technologien und Trends alleine nicht ausreicht. Aus diesem Grund haben wir in der finalen Phase des Inspiration Labs die Ideation hinzugefügt. In dieser Phase geht es darum, dass du mit deinem Team erst Ideen entwickelst, wie der Trend oder die Technologie in deinem Unternehmen sinnvoll eingesetzt werden könnte. Für weitere Informationen zum Inspiration Lab besuche gerne unsere Website oder kontaktiere uns auf folgender E-Mail-Adresse. Wir freuen uns auf deine Anfrage.